Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe euch in den letzten Tagen wirklich regelrecht genervt, besonders gestern, dass ihr euch dieses Video pünktlich am Dienstagabend, 17.11. um 19 Uhr anschaut. Schön, dass ihr jetzt hier in diesem Video gelandet seid und ich möchte euch heute nämlich etwas sehr, sehr Großes verkünden. Ich war, wie ihr vielleicht auf Instagram gesehen habt, vor einem Monat in Köln bei einer großen TV-Produktionsfirma und wir haben darüber gesprochen, wie es wäre, wenn man eine eigene Fernsehsendung rund um den Gemüsegarten und um das Thema Selbstversorgung ins Free TV bzw. in den TV bringt. In der Idee sind wir auch wirklich schon sehr, sehr weit vorangekommen. Das ist aber nicht das, was ich euch heute erklären möchte bzw. zeigen möchte. Im heutigen Video geht es nämlich um eine andere Sache. Schon als Kind war ich im Gartencenter und habe mir mal eine Sache gedacht: Wie schön wäre das, wenn ich irgendwann mein eigenes Gartenprodukt habe oder Produktgesicht auf einem dieser schönen Sachen werde. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich löse auf. Ich habe mein erstes eigenes Produkt. Ich bin Produktgesicht auf einer Saatguttüte geworden. Das ist das, was ich in den letzten Tagen und Wochen wirklich regelrecht auch lange durchgeplant und vorbereitet habe. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Spaß dabei. Ihr könnt jetzt schon was gewinnen. Schaltet nachher auch nochmal eben bei Instagram oder Facebook vorbei, denn dort gibt's noch weitere Gewinnspiele. Meine erste eigene Saatguttüte in Kooperation mit Kiepenkerl, empfohlen von Felix Hobbygarten, die Bio-Paprika Kira. Viel Spaß beim Video und los geht's. Dahin, wo die Straßen endlos sind und keiner unseren Namen kennt, weil ein kleiner Schritt alles ändern kann. Fängt hier vielleicht was Großes an. Suchen den Moment, wo alles stimmt. Wir für einen Augenblick Legenden sind. Legenden sind. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Das heutige Video ist ein ganz besonderes Video, denn mit dem Video geht auf all meinen Social Media Profilen meine erste eigene Saatguttüte online. Das ist die Bio Paprika Sorte Kira, habe ich jetzt bei der Firma Kiepenkerl bekommen. In diesem Video möchte ich euch als erstes die Paprika vorstellen. Ihr könnt in der Videobeschreibung oder unten in der Videoleiste auch auf die Timestamps klicken und euch eure spannendsten Sachen dann so nochmal anschauen. Im ersten Teil stelle ich euch die Paprika vor, erzähle euch, wie das Ganze zustande kam. Im zweiten Teil vom Video machen wir ein kleines Gewinnspiel und 10 Gewinner können schon je eine Tüte gewinnen. Und ich erzähle euch noch ein bisschen, wie es generell ist, wie man diese Paprika bekommen kann. Und im dritten Teil vom Video, da schauen wir uns die Produktion an und ich erzähle euch da noch ein wenig zu. Fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an und stellen die Paprika Kira mal genau vor. Ich werde euch hier ein paar Aufnahmen überblenden, wie die Paprika aussieht. Das ist die Paprika Kira, ist eine Bio-Paprika und eine samenfeste Sorte. Das war das, was uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Bio-Paprika und samenfest. Ja, dann ist es eine Spitzpaprika geworden, denn ich finde normale Blockpaprika, die gibt es satt und genüge. Aber so eine schöne Spitzpaprika, da habe ich noch nicht so wirklich eine Top-Sorte für mich entdeckt. Und deswegen habe ich mich jetzt für die Paprika Kira entschieden. Die Paprika Kira ist eine Spitzpaprika, die über 20 cm lang wird und über 100 Gramm schwer. Eine sehr, sehr schöne Spitzpaprika, die nicht komplett rot wird, sondern so einen leichten Orange-Touch hat. Ist das nicht eine schöne Paprika? Eine biologische Paprika, samenfest, das heißt, man kann sie auch noch vermehren. Eine wunderschöne Spitzpaprikasorte, was will man mehr? Aber ich will gar nicht so viel dazwischen reden, weiter geht's mit dem Video. Kann man im Gewächshaus anbauen, im Freiland, im Kübel oder auch im Folientunnel, überall, wo ihr das haben möchtet. Auf der Packung könnt ihr zwei Sachen von mir sehen. Das ist eigentlich die komplette normale Tüte, das ist eine Sondertüte, die wurde 3000 Mal produziert. Auf der Rückseite steht drauf, die Bio-Paprika Kira wird empfohlen von Felix Hobbygarten mit einem kleinen Verweis zu meiner Webseite und meinem Kanallogo. Und auf der Vorderpackung, da seht ihr ganz groß mich drauf, wie ich einen Daumen nach oben gebe und darunter steht empfohlen von Felix Hobbygarten. Ich hatte dieses Jahr die Paprika Kira das erste Mal in meinem Garten und als ich die Paprika Kira gesehen habe, die ist ähnlich, ich sag mal, wie die Paprika Panthos, eine sehr, sehr schöne Paprika, eine große Spitzpaprika.
Ja, aber wie kam das Ganze zustande? Ich bin schon sehr, sehr lange Partner von Kiepenkerl, jetzt fast 6 Jahre. Damals habe ich die Firma Kiepenkerl angefragt, weil ich immer das Saatgut verwendet habe, ob ich nicht mal ein bisschen Produkte bekommen könnte, die nicht mehr für den Verkauf geeignet sind, weil die vielleicht in diesem Jahr ablaufen oder wo die Produkttüten einen Fehler haben. Da habe ich dann immer große Pakete von der Firma Bruno Nebelung, also Kiepenkerl, bekommen. Und so ging das dann weiter. Dann habe ich irgendwann immer mehr mit YouTube angefangen und habe dann kleine Sponsorings bekommen. Auch in den kommenden Jahren habe ich immer mein Saatgut von Kiepenkerl bezogen, denn das war einfach das, womit ich von Anfang an gegärtnert habe, wo auch meine Großeltern wahrscheinlich noch mit gegärtnert haben. Denn die Firma Kiepenkerl ist eine Traditionsfirma, die es schon etliche Jahre gibt, ich glaube jetzt gut 90 Jahre. Ja, dann kam in diesem Jahr die Idee, ob ich nicht vielleicht ein eigenes Produkt bekommen kann. Und die Idee haben wir dann verfolgt. Wir haben uns lange ja unterhalten, welche Paprika bzw. welche Gemüseart es überhaupt wird. Dann hatte ich ein paar zur Verfügung, auch eine schöne Tomatensorte oder auch Pak Choi und andere Sachen. Aber letztendlich war die Paprika Kira das, was ich unbedingt haben wollte. Bio-Paprika, samenfeste Sorte, kann ich mein Saatgut dann selber wieder nachziehen. Und Paprika ist auch das, was eigentlich jeder so im Garten gebrauchen kann. Haha, mega cool der Kommentar vom Gartenfreak. Lass doch auch mal ein kurzes Feedback in den Kommentaren oder im Live-Chat da. Ich lese gerade kräftig mit. Wie viele wurden dann produziert? Wir haben uns vor rund einem Monat noch vor den Kontaktbeschränkungen und dem November-Lockdown getroffen und haben diese Paprika Kira produziert. 3000 Stück sind insgesamt produziert worden. Dieses Jahr ist es leider nur eine Sondertüte geworden, denn wir waren mit den ganzen Gesprächen dieses Jahr leider so spät, dass die nicht mehr für die nächste Saison ins Verkaufssortiment aufgenommen werden konnten. Das ist erstmal die schlechte Nachricht, die wird es nirgendwo dieses Jahr zumindest zu kaufen geben. Wir haben aber vor, dass wenn das Ganze gut ankommt, dass es die in den nächsten Jahren vielleicht auch dann mit anderen Saatguttüten zu kaufen gibt. Jetzt ist es erstmal so, dass 3000 Stück davon produziert worden sind. 1500 behält die Firma Kiepenkerl, 1500 habe ich zu Hause und alle werden zu Marketingzwecken, zu Verlosung und so weiter dann an euch vergeben. 3000 Exemplare gibt es mit meinem Gesicht drauf. Natürlich könnt ihr die Paprika Kira auch ohne mein Gesicht bekommen, aber es ist natürlich auch ja so ein kleines Andenken oder so eine kleine Verbindung und ich würde mir freuen, wenn ihr an den Gewinnspielen und den ganzen Aktionen teilnimmt. Hammer, ich sehe gerade auf Instagram, die ersten Nutzer haben schon Screenshot von der Paprika Kira hochgeladen auf ihrem Instagram-Profil und mich darauf markiert. Den Leuten werde ich erstmal eine Paprika Kira schenken. Ja, und ich möchte auf keinen Fall, dass dieses Video irgendwie prollig rüberkommt. Ey, ich habe jetzt eine eigene Saatguttüte und boah, bin ich cool, ich bin das Gesicht auf einer Saatguttüte. Die gibt es jetzt so oft, die ist limitiert. Boah, was cool. Nein, das ist es nicht. Ich habe euch ja schon am Anfang vom Video erzählt, ich war früher, als ich 10 war, öfter im Gartencenter und habe auch schon da mein Saatgut von Kiepenkerl gekauft. Und dort, vielleicht kennt ihr die Kohlrabi Superschmelz, diese große Kohlrabi. Und dort ist so ein junges Mädchen drauf, die Kohlrabi in der Hand hält. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte jemand auch mal auf einer Produkttüte, auf einer Saatguttüte mit meinem Gesicht drauf sein und dieses Produkt empfehlen. In jedem kommenden Video wird es wieder den Garten of the Day geben. Das gab es schon mal. Da habe ich einen von euch vorgestellt, der einen richtig coolen Garten hat und habe das Bild eingeblendet. Ab jetzt wird es in jedem Video dann auch einen kleinen Gewinn für den Garten of the Day geben. Dafür, dass ihr mir eure Bilder zuschickt, bekommt ihr dann eine Bio-Paprika von mir zugeschickt. Davon habe ich so jetzt für die nächsten 50 Videos das geplant, dass 50 Stück dafür gehen. Für die nächsten Garten of the Days wird es auf jeden Fall dann immer einen kleinen Gewinn geben, den ich euch dann zuschicke. Ansonsten machen wir heute schon das erste Gewinnspiel. 10 Gewinner wird es heute geben. Jeder Gewinner bekommt eine Saatguttüte. Dieses Gewinnspiel wird dann bis zum 1.12.2020 laufen. Das heißt, ihr könnt die Bio-Paprika bis dahin gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst natürlich Unterstützer von Felix Hobbygarten sein. Das heißt, ihr müsst mich auf YouTube und auf Instagram abonniert haben. Wenn ihr dann hier unter diesem Video einen Kommentar hinterlässt, dann seid ihr das erste Mal bei dem Gewinnspiel dabei. Wenn ihr eine doppelte Chance oder sogar eine dreifache Chance haben wollt, dann teilt es gerne auch in anderen Social Medias, markiert mich immer auf dem Beitrag oder auf der Story, dann bekommt ihr noch einen Punkt, das heißt, euer Name wird doppelt aufgeschrieben und ihr habt so natürlich eine höhere Chance, bei dem Gewinnspiel zu gewinnen. Servus Felix, herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten eigenen Saatguttüte. Ey, wirklich mega geile Aktion, ich freue mich sehr für dich.
Boah, Leute, ich bin so aufgeregt auf euer Feedback. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ihr gerade eintrudelt. Danke für euer Feedback, das bisher schon zu der Paprika Kira ja angekommen ist. Die ersten 40 Umschläge habe ich übrigens heute Morgen vor der Veröffentlichung vom Video losgeschickt, dass es morgen schon bei den ersten Garten-YouTubern, Gartenbloggern und so weiter ankommt. Das heißt, ihr werdet in den nächsten Tagen sicher auch noch mehr von der Paprika Kira sehen. Dritter Teil und letzter Teil von diesem Video, die Produktion. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Vor einigen Wochen waren wir dann bei der Firma Kiepenkerl und man muss wirklich sagen, ein großes Kompliment nicht nur an die Maschinen von Kiepenkerl, sondern auch an die Mitarbeiter von Kiepenkerl, denn das ging wirklich schnell vonstatten. Keine 2 Stunden und die ersten 1500 Tüten waren produziert. Ja, großes Dankeschön an die Mitarbeiter von Kiepenkerl, die mir da an dem Tag geholfen haben, die Saatguttüte zu produzieren. Ja, wichtig nochmal zu erwähnen ist es, dass wir das jetzt nicht im November-Lockdown mit den Kontaktbeschränkungen gedreht haben, sondern schon vor einiger Zeit im Oktober. Die Produktion ist jetzt komplett abgeschlossen. Wir haben jetzt die Saatguttüten schon bei uns und in der nächsten Zukunft werdet ihr sehr, sehr viel von der Saatguttüte Paprika Kira sehen. Das war's jetzt soweit von mir. Jetzt seht ihr die Produktion der Saatguttüte, denn das ist wirklich auch sehr, sehr interessant, wie das Ganze da von den Samenkörnern in die ersten Keimschutzbeutel geht und dann in die große Saatguttüte, wie das zugemacht wird. Das haben wir euch alles mit der GoPro festgehalten und das seht ihr jetzt noch im Anschluss. Kleines Wort noch von mir, bevor es jetzt in die Produktion geht. Verbreitet den Hashtag Paprika Kira, nimmt so gleichzeitig auch nochmal am Gewinnspiel teil, denn jeder, der die Paprika Kira auf seinem Social Media Profil postet, hat dementsprechend auch eine Chance, von mir als Gewinner rausgepickt zu werden. Auch wenn ihr das jetzt nicht bei dem Gewinnspiel macht, jeder, der die Paprika Kira im sozialen Netzwerk, sage ich mal, teilt, hat noch mal eine Chance, eine Saatguttüte zu gewinnen, denn wie ihr wisst, haben wir sehr, sehr viele davon. An dieser Stelle möchte ich mich noch eben bei euch bedanken für eure ganzen, ja, Kommentare, für eure ganzen privaten Nachrichten, fürs Daumen nach oben drücken und auch fürs Abonnieren, denn ihr habt sowas natürlich auch möglich gemacht. Jetzt gehen wir ab in die Produktion. Viel Spaß dabei. Ja, Freunde, jetzt gehen wir ins Bio-Apfellager. Da wird gerade meine Saatguttüte abgefüllt. Kommt mal einfach mit. Fertig.